So, hallo zusammen. In dem Video möchte ich euch die Faktorregel von den Ableitungsregeln erläutern. Die Faktorregel dürfen wir nicht mit der Produktregel verwechseln. Bei der Faktorregel geht es hier wirklich nur um einen Faktor c, das ist eine reelle Zahl, mal eine Funktion g von x. Bei der Ableitung bleibt sozusagen dieses c erhalten und das g von x wird zu g' von x. Wie sieht es hier konkret aus? Wir haben f von x ist gleich 3 mal x hoch 4. C wäre hier in dem Fall 3. Also wenn wir das Ganze ableiten, bleibt es erhalten. Und jetzt müssen wir noch die x hoch 4, die müssen wir ableiten. Also mal 4x hoch 3. Das wären dann 12x hoch 3. Weiteres Beispiel, f von x wäre 2 durch x². Das Ganze müssen wir erst umschreiben als 2 mal x hoch minus 2. Die Ableitung hiervon, die 2, unser c, bleibt erhalten. Und jetzt müssen wir sozusagen diese minus 2 mal x hoch minus 3 berechnen. Wir haben hier 2, die bleibt erhalten. Und jetzt müssen wir x hoch minus 2 ableiten. Also minus 2 mal x hoch minus 3. Das Ganze können wir wieder vereinfachen. Das ist minus 4x hoch minus 3. Das wäre meine Ableitungsfunktion. Auch bei Wurzelfunktionen können wir das hier nutzen. Wir haben die dritte Wurzel aus x² mal 3. Hier ist 3 unser c. Das Ganze müssen wir aber erst wieder umschreiben. Die dritte Wurzel aus x² wäre x hoch 2 Drittel. Das Ganze mal 3. Wenn ich das jetzt hier ableite, dann bleibt das c erhalten. Aber hier vorne, x hoch 2 Drittel, müssen wir ableiten. Also 2 Drittel mal x. Und laut der Potenzregel müssen wir jetzt hier 2 Drittel minus 1 rechnen, also minus 1 Drittel. Und das Ganze mal 3. Die 3 können wir natürlich auch davor schreiben. Dann haben wir hier 2 Drittel mal x hoch minus 1 Drittel. 3 lässt sich kürzen. Wir haben 2 mal x hoch minus 1 Drittel.